Im heutigen Video zum guten Kollegen Casper zeige ich euch meine Einkaufsmarken, meine ganzen Verkaufsmarken für den Bullrun und vor allen Dingen mein absolutes Traumszenario, was ich mir wünsche. Also bleibt dran und bis gleich. Herzlich willkommen zu Anonymous Analytics. Die Woche neigt sich schon wieder dem Ende. Wir hatten unseren schönes BTC-Update. Ich glaube, wir werden das jetzt auch öfters machen. Viele Kommentare habe ich gesehen. Deswegen, wer mich gerne unterstützen möchte, den Kanal abonnieren, Glocke reinhauen. Denn dann verpasst ihr es auch nicht, wenn wir am Sonntag wieder unseren Livestream starten. Da habe ich schon wieder mega Bock drauf, dass wir in die Coins apen. Nicht so lange babbeln. Wir starten sofort rein und ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns dann auf dem schönen Stream im Sonntag. Peace. Yo, was geht ab? Matat und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Anonymous Analytics. Einen fantastischen Start in den Freitag zusammen. Ich habe hier gerade den guten Bruder BTC offen. Wir hatten den Push nach unten und jetzt gerade hat der Kollege gestern Nachmittag hat er den Push ins obere Pullback-Level gespielt und man sieht genau wieder, manchmal treffen die Zonen, die man sich so einzeichnet und wir handeln von Level zu Level. Hier sieht man direkt wieder, warum der Markt immer recht hat. Wir ziehen uns die Zone raus und wir sehen sofort, wie so eine Gegenreaktion kommt. Das nur mal eben zum guten Bruder BTC. Ich habe ja gesagt, ich werde da jetzt öfters Updates zu machen, aber darum soll es heute nicht gehen. Wir gucken uns heute den Outlaw-Bruder CSPR an und ich glaube, die Listing Wicks sind nämlich ganz interessant auf den unterschiedlichen Exchanges. Machen wir das mal eben weg. Ich weiß gar nicht, ob der hier auch so. Haben wir hier viel Daten? Wir gucken mal eben Monatschart. Ja, weil sowas sehen wir natürlich gerne. Der ist ja auch irgendwo noch auf 50 oder auf 60 Dollar. Ich habe jetzt keine Ahnung. Aber es geht ja nur darum, dass wir ein paar Daten haben. Machen wir hier mal so random Dinger weg und das weg, dass wir uns den jetzt erstmal in aller Ruhe anschauen. Denn was sehen wir? Wir hatten hier einen starken Support gebildet, der schon sehr auffällig aussieht. Hier ist es jetzt wie, wer sich an den Wochenausblick erinnert, ist es für mich wie so ein Ding wie bei Acero, dass man hier vielleicht sagt, wir kriegen vielleicht sogar nochmal, um alle rauszuschütteln, wirklich nochmal einen Push unter dieses Level. Ich weiß, auf KuCoin oder so, es gibt bei manchen, können wir uns mal eben anschauen, da hat er den Move nämlich gespielt. Das macht es nämlich alles so ein bisschen shady, dass man hier diesen extremen Wick da drunter sieht. Wie war es hier? Einen Moment. Hier hält sich das Level noch in Grenzen. Hier sieht man, ist noch nicht runtergekommen, okay. Wir nehmen jetzt aber, was hatten wir gerade, nehmen wir einfach Maxi. So, und zerlegen den guten Kollegen jetzt mal so, wie wir es, also angenommen, wir halten uns jetzt an dem Level. Das wäre für mich trotzdem ein Ding, wo ich sage, wenn alle schreien, ey, guck mal, das Ding ist kaputt und das war's jetzt, ist das trotzdem für mich wieder interessant. Ja, hier habe ich auch einen Alarm noch. Wenn wir da einmal richtig ordinär drunter wicken, dass das Level dann wieder für mich interessant wird. Also hier unten und dann vielleicht sogar, also wir wollen ja nicht ins fallende Messer. Sobald der hier drunter geht, heißt nicht, wir kaufen einfach. Bei manchen könnte man das vielleicht mit einer kleinen Tranche machen oder hier in dem Fall. Aber ich bin eigentlich ein Fan davon, unter das Level pushen und dann mit viel Liquidität wieder zurück. Das wäre für mich ein absolutes Traum-Setup. Ich mache das mal ein bisschen kleiner hier, den Rotz. So, dann sehen wir, haben wir einmal recht schön dieses obere Pullback-Level zweimal angelaufen schon von dieser Bewegung. Seitdem haben wir in die Fresse gekriegt. Der Markt ist um 50% gefallen, okay. Aber das Schöne daran ist eigentlich für mich jetzt, wenn man sagt, okay, wir sehen hier diese, ich sage immer steile Liquidität, hier ist ein High, hier ist ein High, hier ist ein High und wir sehen, wie der so runterbricht und hier langsam die Hoffnung aus dem Markt gespült wird, ist es für mich dann eigentlich schön, weil hier oben waren die Shorts ja jetzt schon ein paar Mal. Also wir haben jetzt als nächstes Zwischenlevel für mich, wenn wir von dort aus drehen, nur noch das hier bei rund 0044 ungefähr. So, machen das mal weg. Das wäre jetzt so ein Level, was ich
als erstes anpeilen würde, wären mal eben 60% ungefähr hier in das Level. Aber, und jetzt kommt es nämlich, was für mich natürlich fett ist, wir waren hier schon, hier haben alle verkauft, hier sind alle Positionen offen. Da würde ich direkt eine Position drüber gehen, denn hier ist es dann, der Markt weiß ja, wo die Orders liegen. Das heißt, er kann sich hier, von hier aus, wenn er hier durchbricht, einmal alles reinschlürfen und direkt ins nächste oben liegende Ziel schießen. Das wäre dann für mich bei diesem Kollegen diese Region. Mal Kaspar. So. 0083, 0085 oder so rum. Ungefähr. Das wäre dann nämlich von dieser großen Bewegung. Wir wissen das, das haben wir uns schon oft angeschaut. Viele Coins haben diese Bewegung halt schon, oder viele Coins, aber einige haben das vielleicht schon abgearbeitet, sind mittendrin. Deswegen die Coins explodieren nach und nach. Ob Kaspar da auch rein explodiert, wissen wir nicht. Aber wir wissen, wenn es passiert, wo wir unsere Profite nehmen. Das ist immer wichtig. Und wir wissen auch, wie wir unser Risk Management da zu handhaben haben. Darüber hinaus, und dann wird es nämlich noch interessanter, haben wir dieses Pullback-Level. Jetzt auch fernab von dem, was irgendwie an Gerüchten oder so um Kaspar geht. Es geht hier nur darum, dass wir sagen, wenn es explodiert, wo sind denn die nächsten Level, die wir anlaufen? Und das wäre von hier aus auch mal eben 500%, und dann wären wir nur in dieser gesamten Korrekturbewegung, wo wir dann reinlaufen. Ich mache mir jetzt nicht die Mühe, dass ich den kompletten Listing Rig durchgehe, weil der ist ja auch bei manchen Exchanges unterschiedlich. Wir sehen hier halt noch dieses große Level. Das wäre vielleicht noch interessant als nächstes Anlaufding. Wären dann bei den 60 Cent. Wäre dann aber auch ein 18x. Warum denn nicht? Und so. Wichtig ist nicht, dass das unbedingt passieren muss, aber wir müssen halt wissen, wo wir unsere Profite nehmen, und das ist halt wichtig. Das heißt, wir haben einmal dieses Zwischenlevel hier 60-70%, dann da drüber, weil wir hier schon waren, wird dieses Level für mich automatisch aktiviert. Ich mache das mal weg. Und danach das obere Level, und so würde ich mich da positionieren, dass wenn ich den jetzt zum Beispiel kaufen würde, weiß ich, okay, hier ist meine erste Anlaufstation, dann da drüber, dass wir uns da nicht kopfüber reinschmeißen, denn wenn der Markt explodiert, dann wird er diese Level anlaufen. Da kann man jetzt sagen, ja, aber Kaspar ist Schrott oder was weiß ich, aber darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass wenn der Markt sich bewegt, wohin er laufen kann, und darauf bereiten wir uns vor, und darum geht es hier. Also, wir sind vorbereitet, wir haben die Charts schön perfekt, wäre halt nochmal dieser Down-Move, da müsste BTC jetzt nochmal ordentlich droppen, aber ansonsten, für die, die hier irgendwo investiert sind, ihr wisst Bescheid, 44, und dann das nächste Ziel sind die 8 Cent hier oben. Also, die Charts sind frisch, wir sind vorbereitet, Alarme sind gestellt. Ich hoffe, wir hören uns am Sonntag. Einen angenehmen noch. Peace!